das so für Sie? War das früher? Wo ja, alles? So in etwa kenne ich es. Da saß der Vernehmt. Hier saß die Zipse, wenn die Protokolle in die Maschine geschrieben wurden. Und in der Ecke saß ich. Das war allerdings da und das stand ein bisschen anders. Aber das war so Standard, diese Stühle im Tisch, diese Tische in T-Form, typisch russisch. Okay, und wie hat sich das angefühlt, wenn Sie so reingekommen sind? Naja, man war da sehr verkleinert. Also die Fahrt im Auto, in der Mitte, Rückbank, links und rechts, dann jeweils einer aus dem Tor vom Betrieb gefahren, Sack über den Kopf bekommen, Befehl, den Kopf zwischen die Knie zu nehmen, das würde ich heute gar nicht mehr schaffen. Und so ging das dann hier rein. Das ehemalige Gefängnis Hohenschönhausen wurde zu Nazi-Zeiten erbaut und von der Sowjetunion weiterbetrieben. Nach dem Bau der Mauern wurde die Untersuchungsanstalt von dem Ministerium für Staatssicherheit, der Stasi, weitergeführt. Die Stasi hatte viele Staatsfeinde oder Unschuldige, die als solche verdächtig wurden, eingesperrt. Diese Gefangenen wurden enormer psychischer Belastung ausgesetzt. Einer der Insassen war Klaus Scholz-Ladegast. Also das erste Mal in diesem Ort, hier bin ich gewesen am 19. August 1961. Das heißt, keine Woche nach dem Bau der Mauer. Mein Vater und ich sind verhaftet worden. Erst mein Vater und dann ich am gleichen Tag. Hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich frisch verliebt zu meiner Freundin fahren wollte. Am Samstag. Und hier landete. Also diese halbe Stunde im Auto fahren von Adlershof hierher, das war eine Umstellung so vom Normalleben und Einrichten auf das, was hier passiert. Ich wusste ja, warum ich verhaftet werde. Vorwurf zur Spionage, das war die Anklage. Die Stasi brauchten das Ganze jedoch schriftlich, weshalb sie stundenlange Verhöre durchführten. Die Häftlinge wurden unter anderem durch Schlafentzug dazu gedrängt, die vorgefertigten Geständnisse zu unterschreiben. Marianne Wachtmann, Witwe eines wegen Spionage verurteilten Häftlings, erzählte über die Folter ihres verstorbenen Ehemannes. Also solche Dinge sind eben auch passiert. Aber da hatte man dann so seine Methoden gehabt. Das war dann schon was Schlimmes gewesen, wenn jemand dann so opponiert hat, dann kam er also in einen Keller. Und dann kam er also in die Gummizelle rein und das war also was Schlimmes. Also das muss schlimm gewesen sein. Und da hat mein Mann auch erzählt, dass er Leute kannte, die dort waren. Die waren also noch schlimmer, so fertig gemacht, kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich war 5 Minuten da drin, ich kann mir ungefähr ein Bild machen, dass also dieser feuchte Boden, das konnten sie sich noch so hinsetzen. Und diese Gummizelle, also schon diese Akustik da drin, die Luft und so. Und dann wirklich bei Wasser und Brot, ja, so wie man es also von früher hört. Und so sind die Leute 14 Tage, mussten sie dort sagen, mit der bleiben, ja. Und dann haben die alles ausgesagt. Ja. Die konnten von denen alles erfahren. Sowas wollte einer noch nicht. Nur, also die härtesten Leute haben sowas nicht mitgemacht. Ja. Auch ihr Mann wurde im Jahr 1965 wegen Verdachts auf Spionage verhaftet. Er soll Informationen in den Westen weitergeleitet haben. Laut ihm unwissentlich. Es war ja schon so, dass die jetzt kaum schlafen konnten, wenn immer Licht an- und ausging, ja. Oder die Grille hat gezirpt oder es kam jemand rein. Also das war ja auch eine bewusste Sache, die man gemacht hat. Gerade dann, wenn der Schlafentzug so schlimm war, dann kamen die Verhöre. Ein Gesprächskomplex wurde dreimal behandelt. Das erste Mal, so wie Sie jetzt mir Fragen stellen und ich darauf antworte, so war die erste Stufe.
Die nächste Stufe war, beim nächsten Treffen hatte der aus dem Komplex Fragen formuliert, die er mir gestellt hat und die ich dann antwortete. Und er schrieb dann handschriftlich meine Antworten. Und da gab es schon eine Veränderung. Es wurden Zusammenhänge anders dargestellt, Zusammenhänge hergestellt, wo keine waren. Und Zusammenhänge, die es gegeben hat, die wurden gekappt. Und dann gab es die dritte Stufe, also das gleiche Prozedere nochmal. Das heißt, von dem, was ich ursprünglich gesagt habe, entfernte man sich dann nochmal. Die wollten ja immer Informationen haben. Das war ja das Wichtigste bei diesen Verhören. Informationen über andere Menschen aus der DDR, die eventuell einen Anknüpfungspunkt zum Westen hatten. Und diese Leute wollten sie haben. Und da haben sie bei den Verhören darauf gedrungen, dass die sowas erzählen. Aber man kann doch nicht seine eigenen Bekannten verleugnen oder man kennt keinen. Oder wenn, dann sagt man doch sowas im Prinzip nicht. Das ist doch nicht, das macht man doch nicht. Was ich also weiß, ist also aus unseren gemeinsamen Gesprächen dann herausgekommen. Ab und zu habe ich mal was gefragt, aber ich habe darauf Rücksicht genommen, weil ich verstanden habe, weil er mir eben auch manchmal diese schrecklichen Dinge erzählt hat, die also in keinem Lehrbuch stehen und die auch nicht bei einer Besichtigung gesagt werden, die die Menschen, die dort inhaftiert waren, psychisch so deprimiert haben, wer also einigermaßen intelligent war und da das eben auch verstanden hat, dem hat das also total fertig gemacht. Dann zum Schluss bin ich lebensgefährlich erkrankt und bin, was äußerst selten war, hier rausgekommen und ins Polizeikrankenhaus gekommen, wo ich nicht mehr in den Fängen der Stadt war. Also ich wurde da im Verhältnis zu wieder wie ein Mensch behandelt. Also wie eine Krankenschwester mich gefragt hat, ob ich einen Joghurt will. Das war wie ein Geläute aus dem Himmel. Die Methoden der Stasi brachten am Ende fast jeden dazu, das vorgelegte Geständnis zu unterschreiben. Heute, lange Zeit nach den Geschehnissen, versucht jeder, das Erlebte anders zu bewältigen. Also ich habe sozusagen mein eigenes Leiden zum Weiterdenken benutzt. Also warum ist das? Was steckt dahinter? Welche Kräfte haben das? Aus welchen Interessen heraus bewirkt? So, das versuche ich auch weiter zu vermitteln. Und auch wenn man das später also nicht mehr wahrhaben will, aber irgendwie im Inneren bleibt es bei dem erhalten und das geht also nie wieder ganz weg, obwohl mein Mann sich die Mühe gegeben hat, nicht daran zu denken, nicht darüber zu reden. Wir haben auch nicht mit anderen darüber viel geredet oder so, nicht mal in der Familie. Ich habe es nach dem Tod meines Mannes, den Kind bei meinen beiden Söhnen alles erzählt. Ja. Als ich mit den Kindern hier war, vorgehalten, also mitfühlend, einmal Opfer, immer Opfer. Und aber das kann eben nicht sein. Ich kann nicht das sozusagen meinen Kindern weitergeben. Die verlassenen Bereiche des Gefängnisses zeigen die Eindrücke noch heute. Auch wenn es immer weniger Menschen gibt, welche davon berichten können, vermittelt die Gedenkstätte einen authentischen Eindruck, wie es damals war. Hoffnung ist stärker, als man denkt. Und manchmal alles, was man hat.